Für diesen Ohrring benötigt ihr ein Mini-Rain-Volumen, einen Ohrhänger, den ihr in jedem Bastelladen bekommen könnt, und den Haken und natürlich Gummibänder. Nehmt eure erste Farbe und nehmt gleich zwei Gummibänder davon. Dehnt sie ein bisschen aus. So. Und spannt sie wie beim Armband, beim Fischgrat-Armband, über den Loom. So. So, dass ihr in der Mitte ein X habt. Ihr könnt es auch aus einer 8 sehen. Dann nehmt den Haken und steckt ihn in eine Seite, ist egal welche. So. Nehmt eure nächste Farbe und wieder zwei davon. Gebt beide auf den Haken. Zieht sie durch. Und gibt das andere Ende wieder auf den Haken. So, dann nehmt eure nächste Farbe, diesmal aber nur eine davon, zieht sie durch und holt euch die beiden äußeren Enden. Und holt euch wieder das rote Ende. So, jetzt solltet ihr außen zwei rote haben. Und innen zwei Orangen. So. Dann nehmt ihr wieder die Farbe, die ihr als letztes benutzt habt. Zieht sie durch. Die beiden äußeren Enden holen. Und wieder das Ende. So. Jetzt habt ihr alle Enden in Rot. Eure nächste Farbe. Eins wieder. Durchziehen. Die äußeren Enden holen und wieder auf den Haken. Einmal zeige ich es noch. Auf den Haken. So. Durchziehen. Die beiden äußeren Enden. Und auf den Haken. Diesen Schritt macht ihr jetzt, bis ihr die Größe eures Ohrrings habt. Und mein letztes Gummiband. Und die beiden Enden. So. Jetzt, wenn euer Haken jetzt so in diese Richtung schaut, wenn es jetzt so aussieht, euer Haken, dann nehmt ihn raus und gebt ihn umgekehrt wieder rein. Jetzt sollte es so aussehen. Dann steckt ihr euren Haken so hier hinein, damit ihr den Kreis bildet, der euren aussehen wird. Dann hakt ihr die Gummibänder hier so an, zieht sie ab, alle vom Nylon ab und gebt sie alle auf den Haken. So, jetzt habt ihr 8 Enden auf dem Haken. So, dann nehmt ihr eine beliebige Farbe, eine von den beiden Farben. Ich nehme die Farbe Grün. Und zieht die Farbe durch alle durch. So, dann gebt ihr das andere Ende. Ihr nehmt nicht die äußeren Enden, sondern ihr gebt es gleich auf den Haken. Jetzt habt ihr zwei Enden auf dem Haken. Dann nehmt ihr euren Ohrhänger und öffnet die Öse, sodass die beiden Enden da reinpassen. Wenn ihr es nicht schafft, bittet eure Eltern um Hilfe. So. Bei mir ist es jetzt so offen. Und jetzt spannt ihr die beiden Enden in die so ran. Jetzt müsst ihr sehr vorsichtig sein, weil jetzt ist noch offen die Öse, da könnten die Enden immer rausgehen. So,
Dann müsst ihr es schließen. Wieder, wenn ihr das nicht alleine schafft, könnt ihr eure Eltern um Hilfe bitten. So. So sollte es aussehen.